Middle Islands ist eine der Original 9, die mit dem Hauptspiel ausgeliefert wurden. Wir spielen als Wikinger und bekommen die Aufgabe, diese Insel zu erobern. Diese können wir entweder über den Landweg erreichen, welcher aber vom blauen Spieler versperrt wird, oder mit dem Schiff. Unsere Feinde können wir verschonen, wenn wir das möchten. Der blaue Spieler ist ein weiterer Wikinger, der den Norden der Karte kontrolliert. Östlich von ihm hat sich auch eine Maya-Siedlung niedergelassen. Für keinen dieser Spieler sind Angriffszeiten hinterlegt, es greifen also die Standardeinstellungen eures gewählten Schwierigkeitsgrades. Auf Normal wird die KI aber zu der Zeit noch gar keine Soldaten produziert haben. Der Berg westlich eurer Startposition enthält alle Rohstoffe einschließlich Schwefel. Im Norden finden wir zusätzliche Kohle und Stein, ebenso im ersten Gebirge östlich. Hier liegen auch einige Schwerter, Goldbarren und Rüstungen rum. Ich weiß aber beim besten Willen nicht, was ich mit 16 Hauptmännern machen sollte, selbst wenn sie gut in ihrem Job wären. Wenn wir noch weiter nach Nordosten gehen, finden wir nochmal ein Gebirge mit allen Rohstoffen außer Schwefel. Direkt westlich eurer Startposition liegen ein paar zusätzliche Waren. Neben der Zielinsel gibt es auch noch eine weitere mit Schwertern und Goldbarren, allerdings scheint die so gestaltet zu sein, dass hier kein Hafen gebaut werden könnte, was sie eher sinnlos macht. Diese Karte hat einen ziemlich entspannten Ablauf. Ihr solltet zwar Soldaten produzieren, aber solange ihr zahlenmäßig mit den KIs mithaltet, sollten sie euch in Ruhe lassen. Wenn ihr mit Ubo spielt, ist diese Karte auch aufgrund ihrer üppigen Steinvorkommen prädestiniert für einen Stein-zu-Eisen-Aufbau. Das bisschen Fleisch, das ihr benötigt, kann dann von Jägern kommen. Das zweite Goldgebirge habe ich nie erreicht und das war auch gar nicht nötig. Expandiert einfach weiter in Richtung Kartenmitte und setzt mit einer Fähre ein paar Pioniere über. Auf diese Weise könnt ihr die Karte sogar ohne jeden Feindkontakt schaffen. Wir kontrollieren die Insel dann zwar nicht wirklich, aber das stört das Spiel nicht. Etwas schade ist es schon, dass diese an sich durchaus schön gestaltete Karte so wenig Action hat, wenn man nicht bewusst auf Konfrontation geht, aber ich wüsste auch nicht, was ein Remaster daran ändern könnte.